Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Top 10 Video. Heute geht es um die G3SG1. Bei dieser Liste habe ich wirklich gestruggelt, denn ich kannte nur ein Skin davon. Ich musste erstmal alle kennenlernen und mir anschauen und es gab auch gar nicht so eine große Auswahl. Dennoch habe ich eine Top 10 hinbekommen. Hier kommt sie nun. 10. Platz, die G3SG1 Polar Camo. Der Skin wirkt direkt ziemlich passend für die Waffe, oder? Camo Muster halt im Polarkreis. Für 10 Cent kann man sich das Teil kaufen, also es ist auch völlig in Ordnung. Vom Preis her ist eigentlich nichts. Ne, passt. Ja, weiter geht's. Auf dem 9. Platz liegt die Orange Crash. Da ist irgendwas Orangenes hineingecrashed. Ich kann nicht ganz erkennen, was das sein soll. Es können einzelne Crash sein. Hier crasht was rein und pff, hier fliegt sie überall rum. Die Struktur ähnelt visuell Kreide, kann aber was anderes sein. Sie ist ein bisschen farbenfroh und darum auch auf dem 9. Platz orange. Ja, sieht ganz gut aus. 12 Cent, der Preis geht auch voll in Ordnung für das Ding. Ich weiß nicht, wer die G3 SG1 überhaupt so spielt. Wahrscheinlich so gut wie gar keiner. Bei der SCAR-20 kann ich es noch irgendwie verstehen, aber das Teil, also vom Aussehen her, der Waffe an sich, ich finde, die sieht überhaupt nicht ansprechend aus. Nur das Modell. Nicht gut. 8. Platz, Demeter. Demeter oder sowas. Kachelstruktur. Könnte ein Mosaikbach oder Meer sein. Mit Planken drin. Ich glaube, da kann man viel reininterpretieren. Der Skin gefällt mir ganz gut. 2,95 € hingegen gefallen mir gar nicht gut für den Skin. Ich finde, die könnte auch easy im 10-Cent-Bereich mitfahren, oder? Was meint ihr auf jeden Fall? 10 Cent. Komm, mach 10,5 Cent draus. Auf dem 7. Platz liegt ein ähnlicher Skin, und zwar die Murky. Farblich zwar nicht, aber vom restlichen Design her, es könnte auch mehr Wasser oder eben Mercury sein. Also Ding, ihr wisst schon, das, was auch in Thermometern drin ist. Mercury, giftig. Kleine Kügelchen können daraus, ganz eklig. Fuck man, Mercury, das erinnert nämlich auch stark daran, wenn man es auskippt. Gott, das ist ein Schniedel. Fuck, warte, ich muss es jetzt wissen. Mercury, komm schon. Das ist zum Brechen. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr in einer anderen Sprache, zum Beispiel in Englisch, wisst, was es ist, aber ihr könnt es nicht auf Deutsch sagen? Quecksilber. Oh mein Gott, Quecksilber. Es könnten Quecksilberklümpchen sein, wobei Mercury mit C geschrieben wird. Naja, und hier ist ein Pimmel, wie gesagt. 21 Cent. Ja, gut. Ich würde das zwar auch eher in die Richtung 10 Cent schieben, aber naja, okay, gut, ne? Quecksilber halt, kann man nichts machen, das ist teuer. Als nächstes haben wir die Orange Kimono am Stissel. Ich weiß nicht genau, warum sie Kimono... Kimono sind doch diese Dinger, die man anzieht und die dann so runterhängen. Haben die so ein Muster? Ich fand das einfach so an sich von der Aufmachung ganz schick. Dieser goldgelbliche Faden, der sich hier durchzieht eben und das Design aufhält oder aufgelbt in dem Fall. Und dann eben diese drei starken großen Akzente. Kann man mal machen. Ihr merkt schon, es war wirklich krepelig, diese Top 10 zu erstellen, weil es so solche Skins, ich meine, bei anderen Top 10 Listen sind solche Skins immer bei Top 30 oder so, die gar nicht auftauchen. Aber hier gab es halt nur den Kram. 12 Cent kostet der Skin, damit sind wir wieder im richtigen Budget-Level angekommen. 10 plus minus 2 Cent läuft. Das war übrigens der 6. Platz, habe ich es gesagt? Nee, ne? Der 6. Platz war das hier, gerade eben. Orange Kimono auf dem 6. Platz. Auf dem 5. Platz liegt die Ventilator und die ist schon wirklich sehr nice, also schön gemacht. Den Skin gibt es auch bei den Dual Elites. Die Ventilatoren sieht kalt und berechnend aus. Wie so ein dreckiger Camper, der damit irgendwo hockt. Jedes Mal wird sein im Schatten liegendes Gesicht kurz erhellt vom Schuss. Und man sieht so, wie seine Mundwinkel so langsam nach oben gehen. Und er killt die Leute einfach wie so ein Bastard. 13 Cent, läuft. Gutes Preissegment, alles klar. Als nächstes und somit auf dem 4. Platz haben wir hier die G3 SG3 Stinger. Ganz viele verschiedene kleine Dinge, die man hier entdecken kann. Hier ist ein Scope drauf. Hat man davor gar nicht richtig gesehen, ne? Ja, ja. Dieses Gelb, fast schon leicht ins Grüne gehende, gefällt mir auch gut. Kann man so lassen. 54 Cent. Wird jetzt auch immer rechtfertigender. Ich würde mir jetzt nicht kaufen den Skin, aber für 54 Cent. Aber für 54 Cent kann man den, glaube ich, ganz gut rangieren lassen hier in der, dem Gleis des Geldes. Jetzt folgen wieder die Top 3. Das heißt, ihr könnt erneut raten, was wohl auf meinen Plätzen 3, 1 und 2 so steht. Hier ist es komplett schwierig. Ihr müsst euch, glaube ich, erstmal die richtige volle Liste anschauen auf CSGO/ oder sonst wo, um dann zu gucken, was noch fehlt und was mir wohl so gefällt und hin und her. Die krasse Arbeit müsst ihr euch jetzt nicht zwingend machen, außer ihr wollt es. Ich freue mich natürlich drüber, wenn ihr... Ihr könnt doch einfach raten. Die Top 3 beginnt in wenigen Sekunden. Ihr habt noch kurz Bedenkzeit. Los geht's. Die Kronos liegt auf meinem 3. Platz und das ist schon wirklich schick. Guck mal, als ich die zum ersten Mal erblickt habe, waren meine Augen nicht ganz scharf gestellt und ich dachte, es wäre so leicht verschwommen, vielleicht so buntes Universumsmäßig, technisch, Salat. Aber es sind doch Zahnräder, die trotzdem ganz cool wirken. Es hat zwar insgesamt dann direkt ein bisschen einen Reiz verloren, weil es halt nur Zahnräder sind, aber und andere Räder. Es ist aber dennoch ein schöner Skin. Gerade diese Ränder, diese goldenen oder gelben, finde ich sehr cool gemacht. Das ist hier einfach, hier ist zu, da sind die Zahnräder. Hier unten sind die und zur Mitte hin ist es wieder zu. 15,51 € kostet das Ding. Das ist schon wirklich ein hoher Preis. Klar, das Design ist schön, die Farbwahl ist ganz gut gewählt. Dennoch, 15 €, bisschen krass. Bisschen krass. 2. Platz, The Executioner. Es wird schon langsam epic, oder? Da kann man wirklich gar nicht meckern. Da ist selbst die G3 SG3 wirklich in ein geiles Licht gerückt. Hier steht irgendwas, get, was? Nackt? Nackt? We need them naked. Vorne, die Kratzer. Die Zähne, die Knochen, hier hinten der Schädel, den man gleich nochmal schön sehen kann. Die Farben an sich, verschwommen, verwischt, geil. Guck mal, NACL, Salt,
Get Some Here. Wie geil, echt? Labernet, wartet kurz. NACL, Get Some Here. Salt, Get Some Here. Klar, ich kenne viele Leute, die salty werden, wenn jemand so eine Autosnipe benutzt. Die rasten total aus. Scheiß Autosnipe, Noob und sowas. Das ist ja wohl, das ist ja geil. Das habe ich gar nicht gesehen. 18,07 € kostet der Skin. Ja. Einfach mal kommentarlos in den Raum geschrien. Nun folgt der erste Platz. Lasst euch wegflashen von der Flux. Es sieht aus, als hätte dieser eine Dragon Ball Charakter die in der Hand. Wie hieß er? Der genauso aussah wie die Waffe. Ich will Vegeta sagen, aber es ist nicht Vegeta. Gott, ich habe Dragon Ball ewig nicht geguckt. Und gerade diese neueren, das waren für mich schon die neueren Sachen. Ich habe halt Dragon Ball ganz früh bei Null angefangen. War das Cell? Nee, Cell war der grüne Bock. Und der war so klein und fett. Der da. Nee, der war nicht klein und fett, aber der sah so komisch aus. So alienmäßig halt. Egal. Sehr schön. Dieses glänzende Purple mit dem Weiß und Schwarz vermischt. Fucking sick, dude. Selbst das Weiß glänzt stark mit. Hier hinten noch ein Stern drauf. I'm a girl. Bestimmt von Dragon Ball inspiriert, ganz klar. Und jetzt ratet mal, was das Teil kostet. 5,60 €. Es hält sich in Grenzen. Einer der günstigsten ersten Plätze hier in meinen Top 10 Videos. Somit haben wir nun alle Schusswaffenskins abgearbeitet. Es folgen nun dann alle Knife-Skins. Das wird wirklich eine sehr coole Sache. Da freuen sich auch einige von euch, das weiß ich. Falls jetzt jemand sagt, wie, du hast alle Waffen schon durchgemacht. Ja, gleich in der Endcard kommt die Top 10 Playlist. Man kann natürlich auch einfach auf meinen Kanal klicken und oben dann auf Playlists klicken. Und dann auf weitere Playlists anzeigen oder so. Weil da stehen alle Playlists und Horror. Und alle Playlists sind halt, das sind nur ein paar. Man muss rechts irgendwie auf weitere drücken und dann kommen alle. Ich glaube, ich habe 30, 40 Playlists. Und unter anderem habe ich eben auch die Top 10 CSGO Skins Playlist. Und da sind alle Waffen nun drin, nach diesem Video hier. Alle Schusswaffen sind dann enthalten als Top 10 Liste. Wenn ihr euch mal wieder fragt, was kaufe ich mir denn jetzt am besten für eine Nova? Guck mal in meine Top 10 Listen rein. Pistolen, alles. Es ist alles drin. Nur noch die Knives fehlen. Und bei den Knives mache ich für jede Kategorie ein Video. Ja, soweit so gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.